meine, als Busfahrer hört man so, so einigermaßen. Ob ihr sie jetzt als Zuschauer versteht, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Das ist ja auch noch bis gleich hinter der Kurve, die halte ich dann, aber ja, gut. Ich meine, es ist machbar, also ist es nicht. Ist doch halt zum Schelmenblasen. Was für ein Dings? Schelmenblasen. Ich habe auch noch nicht gehört. Also man kann nicht sagen, dass er nicht einfallsreich war mit den Namen. Hallo? Eine Fahrkarte bitte. Hey, eine Fahrkarte. Es gibt doch noch welche. 70, 3 und 5. Bitteschön. Einmal normal, bitte. Hey, noch einer. Danke. Bitteschön. Ja, also, was einfallen lassen hat er sich ja schon. Er hat wenigstens nicht so die Standardnamen benutzt für die Haltestellen. Also, da kann man eigentlich nicht meckern. Steinachbrücke. Steinachbrücke, okay. Aber erst wenn wir an dieser roten Ampel vorbei sind. Oh, wir kommen nach Rossdorf. Und es grün, wenn spanisch blöden blühen. Nein, jetzt geht's nicht über die Straße, jetzt bin ich hier. Also, keiner. Und jetzt. Gut, die Linien sind mittel bis kurz gehalten, aber keiner. Ich sag halt Berliner Straße. Die Berliner Straße, okay. Wir sind ein bisschen kurz gehalten, aber dafür sind es mehrere, also... Da kann man nicht mehr gar nicht. Die hier ist einer der längsten mit etwa 15 bis 20 Minuten. Da es eigentlich eine sehr schöne Karte ist, wie ich finde, werden wir uns auch wahrscheinlich die nächsten Tage hier noch etwas aufhalten und noch ein oder zwei andere, ja ist klar, die Dame läuft durch den Bus, die laufen überall hin, bloß nicht da, wo sie hin sollen, ne? Dann steigen wir sie auch nicht, okay, naja. Nee. Jedenfalls werde ich die nächsten Tage wahrscheinlich noch einige Routen hier auf dem fahren. Nächster Halt, Rotbahnstraße.
Hohlbahnstraße. Eine Steigung. Okay, bis... Also die beiden sind ein bisschen dicht beieinander, die Haltestellen hier. Finde ich. Wir müssen nach rechts dann. Böse Falle, dieser kleine Huppler da. Hallo. Hallöchen. Eine Fahrkarte, bitte. Eine Fahrkarte, kommt sofort. 2,76. 3, 5 und 10. Bitteschön. Das ist nur eine Wendeschleife hier. Nächster Halt, Rostorf-Schule. Nächster Halt, Rostorf-Schule. Ich sagte zwar gerade, es ist eine Windeschleife. Bloß dummerweise bin ich in der Windeschleife in die falsche Richtung gegangen. Ah je. So Leute, ich muss mal drehen. Ja, ich werde. Toll, um die Freunde. Das war jetzt eigentlich keine Absicht, dass ich mich hier verfahre. Ja, seht ihr? Ich sagte zwar noch eine Wendeschleife, aber anstatt wieder links abzubiegen, bin ich dummerweise rechts abgebogen. Ja. Naja gut. Kann alles mal vorkommen. Jetzt wisst ihr wenigstens, wo ihr nicht langfahren solltet. Also, hier nichts nach rechts abbiegen. Nein. Nach links. Aber jetzt nach rechts. Aber wie heißt das so schön? Irren ist menschlich.
Das hat uns allerdings eine Menge Zeit gekostet. Aber es ist ja leider nicht zu ändern. Gut, als ruhiger Busfahrer sollte mir das eigentlich nicht passieren, aber naja. Nächster Halt, Klewig. Nächster Halt, Klewig, Endstation. Bitte alles aussteigen. Dieser Bus endet hier. Außer dass es am 2. habe ich es mal geschafft, dass die Leute nicht meckern. Ein Wunder. Ja, liebe Omsi-Freunde, das war's dann mal wieder für heute. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Euer Masus World. Wir sehen uns. Ciao.